Ja, das stimmt. Sagte ja vorhin, dass wir keine eigentliche Stadtmauer hatten, sondern eben nur diese Stützwallmauer. Und wenn Sie jetzt hier geradeaus runterschauen, auf die Tellerhaus zu mit den braunen Balken, dann sehen Sie in der rechten unteren Ecke hinter der Glasscheibe dort bei dem Haus einen Teil von dieser Stützwallmauer. Links abgehend haben wir die erste der herzoglichen Straße, nämlich die Bergstraße. Und wenn man dort runterschaut, sieht man auch direkt bis zu unserer Haltestelle. Vier herzogliche Straßen gehen nahezu parallel von hier aus in Richtung Schloss. Auch wenn sie zwischendurch anders heißen. Zwei Querstraßen, die auch komplett durchgehen durch diese vier Straßen. Also sozusagen ganz durch. Auch wenn diese anders heißen, es ist also relativ einfach hier im Zelle. Diese Lücke, die wir da vor uns haben, ist unser Südtor oder Altstädter Tor. Stützwallmauer, Altstädter Tor, erste herzogliche Straße. Und hier über die Kreuzung hinweg, das zweite Gebäude, wo man oben das Dach sieht, das ist die älteste jüdische Synagoge Norddeutschlands. Ah. Wir sind jetzt hier gerade auf dem kleinen Plan, hier wurden mal die kleinen Tiere behandelt. Also Schafe, Ziegen, Gänse und so weiter. Das ist hier jetzt links die zweite der herzoglichen Straßen, nämlich die Mauernstraße. Und wenn Sie dort runtergehen, kommen Sie dann auch wieder an den entsprechenden Laternen vorbei, an unserer Hauptkost und wieder Richtung Schloss. Wir sehen dort drüben so ein sehr breites Haus und halt die Braune dort. Und man kann auch sehen, wie es im Laufe der Jahrhunderte von rechts nach links abgesackt ist, weil nämlich ein Großteil der Stadtzelle auf Schwemmsand aufgebaut wurde. Sie können auch über der Tür, über der blauen Tür mit der Nummer 33, auch dort drüber diesen goldenen Ochsenkopf sehen. Ja. Da kann man sich vorstellen, dass der damalige Besitzer kein Friseur war. So, komm, Schritt. Wir haben hier in Celle das große Glück, dass aufgrund der Verwandtschaft der Welfen mit den Preußen, dem dänischen Königshaus, aber vor allem dem britischen Königshaus, diesem Umstand haben wir es zu verdanken, dass hier in der Celler Innenstadt nicht eine einzige Bombe gefallen ist. Und darum haben wir auch so viel unzerstörte Fachwerkhaussubstanz zusammenhängen, wie tatsächlich nirgendwo normal auf der Welt. Ach, deswegen. Sie sehen da vorne gleich hier rechts, was da noch so unverputzt umgestrichen ist, ein Haus von 1526. Sie sehen links, da wo der Orientteppich hier dran steht, ein Haus von 1602, verziert in der sogenannten Beschlagstechnik. Und links runter ist die dritte der herzoglichen Straßen, nämlich die Zöllnerstraße. Und wenn Sie dort runterschauen, sehen Sie direkt bis zu unserer 700 Jahre alten Stadtkirche, einer wunderschönen barocken Kirche, weil die Welfen dort richtig investiert haben. Moin, hol dir mal ein Eis da. Ich bin zu kalt im Bauch. Man kann dort auch wunderschön auf diese Kirche hochgehen, auf diesen Turm. Und hat dann nicht nur einen Blick über das Zelle, sondern die gesamte Umgebung. Aha. Sie sehen hier vorne links, sehen Sie so ein grünes Haus. Das ist von 1526, dieses grüne Haus da. Auch hier sehen Sie jetzt mal wieder, wie fröhlich und freundlich die Leute hinzuwinken. Das ist einzigartig hier in Celle, das haben Sie nicht überall. Nee, die Freundlichkeit ist hier wirklich. Hey, ja, fahrt mal mit hier. Haben kein Geld mehr. Oh, die dürfen so mitfahren. Ach, den so Hund könnt ihr auch mitnehmen. Hund, ja. Ganz am Ende der Straße hinten haben wir übrigens das Haus mit den grünen Balken. Das ist das Geburtshaus von Herrn Dr. Albrecht Theer. Wie gesagt, er war der Begründer der modernen Landwirtschaft. Er hat die Dreifelderwirtschaft eingeführt. Und es gibt eben auch eine Schule und auch ein Denkmal von ihm. Aha. Rechts daneben das rosafarbene mit den braunen Balken. Das sind die alten Zeller Ratsbadestufen. Und hier links bei dem Eckhaus, bei dem gelben, sehen Sie nochmal die Auswirkungen des Schwemmsandes.
Links runter ist die letzte, die vierte der herzoglichen Straßen, die Schuhstraße. Und wenn Sie dort runter gehen, kommen Sie nach ca. 300 Metern zu unserem Nordtor oder Hedentor. Ein wunderschönes Backsteingebäude ist leider abgerissen worden. Oh. Ist nur noch ein Teil von einer der Eingangssäulen dort drüben auf der anderen Seite, links neben der Ampel vorhanden. Die Ecke war auch noch nicht.